Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 aus der Oberkrebach zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Vom aktuell noch Hof des Herrn Wagner. Allerdings, ich weiß gar nicht, willst du das erzählen? Ja, was denn? Was dem Herrn Wagner zugestoßen ist. Weil ich da war vorhin was da. Ja, der kam doch ein bisschen verspätet von seinem Besuch wo war er? Beim Bier trinken. Beim Bierfestival. Ja, und dann kam er um nach 10 kam er an und hat gedacht, er könnte jetzt noch fleißig auf den Trecker steigen und mit der Feldarbeit beginnen. Und das ging schief. Das hat nicht ganz so geklappt, wie er dachte. Das fleißig auf dem Trecker steigen endete mit einem Purzelbaum auf der anderen Seite fleißig vom Trecker wieder runter. Ja, er hat den Trecker noch nicht mal starten können. Er ist eigentlich postwendend wieder runtergefallen. Ja. Yep. Und dann mussten wir dann den Krankenwagen rufen und jetzt ist er im Krankenhaus. Hat sich ja natürlich ein paar Rippen gebrochen und den Fuß und jetzt müssen wir schauen, wann er überhaupt wiederkommt. Das heißt, aber auch, wir stehen hier im Moment ohne Hilfe da. Das Einzige, was wir haben, ist Jeanette. Ja. Die ist natürlich noch da, weil sie auch von Franz dafür engagiert wurde. Allerdings muss man dazu sagen, ja, Jeanette ist jetzt noch da, aber Jeanette ist nicht mehr lange da, weil sobald sie jetzt, ist aktuell auf einem der Felder noch am Pflügen, aber sobald sie damit durch ist, ist Jeanette weg. Die ist nur dafür engagiert worden eigentlich. Ja, und sie hat ihm halt den Gefallen gemacht, aber wenn er nicht mehr da ist, dann wird sie auch nicht mehr da sein. Richtig, richtig. Und von daher sehen wir gerade zu, dass wir so ein bisschen was von den Feldern fertig kriegen, dass wir das zumindest vorbereitet kriegen, weil ich meine, die Kühe versorgen sich nun mal nicht von allein. Möchtest du hier Weizen? Nein, Weizen wollten wir oben. Was setzen wir denn hier unten drauf? Wo bist du denn gerade? Hier auf dem unteren. Oder soll ich zu dir? Ach so, ich dachte, weil Janetta ja noch am Pflügen ist. Da kannst du ja noch nichts machen. Auf Ach so, Flüten stimmt, rum. Stimmt. Geht ja gar nicht. Okay, ich bin unterwegs. So. Ein Gedenkfehler. Alles gut. Okay. Alles gut, der Denkfehler kann mal passieren, ne? Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich würde tatsächlich... Weil die 13 ist recht groß hier, ne? Ja, Weizen, haben wir ja gesagt, machen wir oben. Da haben wir ja die passenden Maschinen dazu gesehen, die da stehen. Ja. Yeah. Ich würde hier unten eher sagen, sollen wir hier mal eine Ladung Raps, dass wir ein bisschen was verkaufen können? Ja, Raps können wir ja auch schon anpflanzen, ne? Weil die Zahlen, die aktuellen vom Hof, haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Wir brauchen, glaube ich, aber rein aus einer Ahnung heraus Geld. Meinst du? Ja. Okay, ein bisschen haben wir noch von unserem Kapital ja noch dabei. Ja, aber das wird nicht reichen. Ja, uns wurde ja auch gesagt, dass der Hof ja eigentlich Schulden hat wohl irgendwie. Zwar nicht viel, aber das reicht wohl bei dem, was er hier an Umsatz macht. Ich meine, sind wir ehrlich, der Franz hat ordentlich investiert, das sieht man ja auch. Also Raps? Raps, ja. Okay, dann fange ich an. Sieht man ja auch quasi so in Form von dem neuen großen Hühnerstall hier, gerade mit Lüftung und sowas alles. Er hat ordentlich investiert. Aber ja, wir sollten was fürs Geld verdienen, anpflanzen. Sonst kommen wir beide noch irgendwie in Teufels Küche oder so. Also von den Zahlen her. Warte mal, ich fahr mal kurz quer, dann kannst du durchfahren. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass er die Maschinen alle so ein bisschen auf Pump sich zugelegt hat, mit dem Versprechen, dass er das wieder aufbaut, und das kann er jetzt nicht einhalten. Das wäre natürlich für uns fatal. Das stimmt allerdings. Ich meine, das sind zwar alles ältere Maschinen, die er hier hat, aber, so ganz seinem Wort, was das angeht, vertraue ich auch nicht. Dafür kenne ich ihn zu wenig. Als dass ich jetzt sagen könnte, nö, der Franz, der ist ehrlich, du, das passt. So. Nein! Was denn? Warum fährst du jetzt quer? Das weiß ich nicht. Ich denke, das wäre gar nicht schlecht, weil ich nämlich da hinten auch nicht rankomme. Na, dann fahre ich da vorne weiter. Weil wenn ich nämlich jetzt hier ansetze, dann grubbere ich das gleich wieder weg. Ach so.
Und ich muss ja, ich kann ja leider nicht weiter vor. Sonst haben wir da eine Lücke zwischen. Okay. Ui, ich habe extra da vorne, dann kannst du rauf runterfahren. Ja, aber was den Hof und die Unterstützung auf dem Hof angeht, also wir sagen mal so, im Moment werden wir es versuchen, natürlich erstmal mit uns zurechtzukommen. Also mit uns meine ich, wir beide, dass wir den Hof beide managen hier. Oder führen. Mhm. Bis hoffentlich Franz wiederkommt. Sollte Franz jetzt nicht wiederkommen und sagen müssen, dass es nicht mehr geht, ja, dann müssen wir gucken. Dann werden wir vielleicht so eine kleine Art Stellenausschreibung machen. Mhm. Müssen wir auf jeden Fall. Also und die Ärzte haben schon gesagt, selbst wenn er körperlich wieder auf die Beine kommt, trotzdem wird er die Arbeit nicht mehr machen können, wahrscheinlich. Also es sieht nicht gut aus. Na, das Problem ist ja, die Ärzte können ja viel erzählen, aber wenn er sagt, er steigt wieder auf den Träger, dann steigt er auf den Träger, ne? Ja, die Befürchtung habe ich ja auch. Wir können ihn ja schlecht anbinden. Zumindest habe ich das eigentlich nicht vor. Oder möchtest du ihn anbinden? Nein, nein. Aber ich habe schon gehört, dass es hier doch auch einige gibt, die noch einen Job suchen, die auch hier Höfe haben. Mhm. Die durchaus bereit sind, natürlich gegen Entlohnung hier mit einzuspringen. Die haben noch Potenzial übrig. Die dann einfach mal rüberkommen und sagen, hey, komm, ich übernehme dir das Feld. Gibt's hier schon, habe ich schon gehört. Ach so? Ja, ich glaube, da müssten wir uns nur mal so ein bisschen sonntags mit an den Stammtisch setzen und dann haben wir da schon jemand. Naja. Platz, kein Bier am Stammtisch. Du weißt, was sonst passiert. Nur siehe Franz. Oh je. Vor allem alle vom Trecker. Ja, also über den Stammtisch hier haben wir schon einige Sachen gehört, ne? So wie auf dem Tisch tanzen. Wurzige Lieder singen. Genau. Tettel essen. Also, weiß nicht, ob wir uns die illustre Bauernrunde hier antun sollten. Das stimmt. So. Der Schlepper geht gut. Ja, das mit dem hier funktioniert auch. Wie macht man denn da die Scheibe runter? Du musst die Leertaste drücken oder gedrückt halten, dass du auf die IC kommst und dann ist da so ein Punkt an der Scheibe. Ach so. Und damit kannst du sie dann auf und zu machen. In dem Falle zu. Mir ist dir übrigens aufgefallen, hat sich Jeanette auch schon bei dir gemeldet wegen der Bezahlung. Die ist ganz schön geldgierig. Ja. Also ich weiß ja nicht, was Franz ihr versprochen hat, aber das scheint mir immer ein bisschen hoch, was sie da an Forderungen hat. Ja, da müssen wir aufpassen. Ja. Ich habe das Gefühl, sie nutzt das aus, sie riecht bei uns das Geld und meint jetzt, sie könnte hier irgendwelche Geschichten erzählen. Und wir glauben das und geben es ihr dann kommentarlos. Richtig. Da müssen wir aufpassen. So, ja. So. Oh Gott. Ja. Du bist ganz schön schnell unterwegs. Kann das sein, dass du schneller bist als ich? 15 km/h fahre ich, in der Tat. Genau. Ich habe vorhin schon mal kontrolliert, ob die Saatmaschine überhaupt an ist. Weil der kam mir ein bisschen zu schnell vor. Das ist ja meistens dann, wenn die nicht funktioniert. Ja, ja, wenn der ausgeschaltet ist. Vergessen, das anzuschalten. Nee, der ist gut. Der ist echt gut, der Trecker. Noch gut den Schuss auch. Knöpfchen quasi in der Kabine gedrückt. Hä? Ja, also hast du gedrückt, dass die Saatmaschine läuft? Ja, die läuft schon. Sehe ja den Verbrauch unten. Da gucke ich dann immer drauf. Also, was wir auf jeden Fall noch gehört haben, ist, dass hier im Dorf wohl dringendst auch auf die Güter gewartet werden, hier vom Hof. Ne, der Franz hat wohl irgendwie so ein... Ja, die örtlichen Lebensmittelgeschäfte sind wohl alle von ihm versorgt worden. Mit Eiern. Gut, da lässt sich drüber reden, ne? Die haben wir ja hier. Zumindest theoretisch. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob unsere Hühner Eier legen, aber ich denke mal schon. Und... Ja, also das Schwein, zumindest laut den Aussagen der Nachbarn,
Die Schweine sind wohl seine letzten Reste. Wie auch seine Kühe. Das ist wohl alles so sein letzter Rest, der wohl noch da ist, den er wohl alles irgendwie verkaufen wollte. Also wir müssen echt uns mal überlegen, was wir wie versorgen. Mit was und wo und wie. Oder ob wir überhaupt alles behalten. Ne? Also ich sehe schon das Potenzial von dem Hof durchaus bei den Hühnern. Ja. Natürlich auch bei der Milch, ganz klar. Da müssten wir aber vielleicht irgendwann ein bisschen aufstocken und noch ein paar Kühe holen. Und bei den Feldern. Also fürs Geld wirklich was anbauen, ansonsten bei den Tieren. Ja, Schweine wären auch mal nicht schlecht. Ich denke, so kann man den Hof auch halten auf Dauer. Ja, ich denke es auch. Ich glaube, ich habe auch beim Herfahren, habe ich glaube ich im Nachbarort, war glaube ich ein großes Eiverarbeitungsbetrieb. Okay. Ja, also hier für irgendwas hatte ich mit Bio-Zertifikat gesehen. Eierlikör. Psst. Und unsere Eier, ich meine, wenn wir jetzt hier weiterhin mit Mistgülle auf den Weizenfeldern arbeiten und den Hühnern quasi unseren eigenen Weizen geben oder unsere eigene Gerste, dann haben wir ja auch qualitativ hochwertige Eier. Wir werden es auf jeden Fall auf Bio-Standard weiterführen. Genau. Dafür haben wir ja auch extra diesen Auslaufstall. Ich glaube, das war auch so seine Idee dahinter. Wir haben es ja jetzt leider nicht mehr geschafft, ihn noch genau zu fragen. Ja, wir uns eigentlich nur kurz den Hof anschauen wollten. Und jetzt hier sind und arbeiten. Unfreiwillig gleich am ersten Tag. Oh, falsche Taste. Aber das wäre halt so eine Idee, dass man da die Eier hinbringt. Viel produzieren auf den Feldern im Moment rein für die Hühner brauchen wir sowieso nicht. Ich glaube, wenn wir ein so ein Weizenfeld voll haben, dann reicht das bei den Hühnern für die nächsten 2 Jahre gefühlt. Gut, wir wollen die Hühner noch aufstocken, klar. Da könnten wir eigentlich auch mal gucken, ob er so einen Transportwagen hat und dann vielleicht mal noch ein paar Hühner kaufen fahren. Beim Großhandel. Ich habe vorher was gesehen. Wenn er noch was taugt, müssen wir gucken. Okay. Wenn er nicht schon total abgeranzt ist. Weil das weiß ich nämlich, wir haben hier nämlich so einen Händler, wo wir quasi Tiere kaufen können, die aus nachhaltigem, ja, aus biologischem, nicht nachhaltigem, aus beidem Anbau sind, fast, hätte ich jetzt was gesagt. Also aus einer biologisch-ökologischen Aufzucht und nicht aus irgendwelchen genmanipulierten sonst irgendwas. Dass wir da vielleicht nochmal so, ja, je nachdem wie groß sein Transporter ist, vielleicht so 1, 2, 3 Wagenladungen voll Hühner mal herholen. Ja. Und die noch in den großen Stall packen. Könnte ich eigentlich nach dem Grubbern könnten wir da eigentlich mal hinfahren. Oder einer von uns zumindest. Dann ziehen wir einen Schlepper mit, Anhänger. Gucken wir uns den Anhänger an und dann los geht's. Würde ich sagen. Willst du die jetzt schon holen? Ja. Oder wir müssen vorher anrufen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Zahlen durch von dem Hof. Meinst du? Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Müssen mal gucken, wie der aktuelle Stand hier ist. Und dann schauen wir mal, wo wir Kapital haben, was wir umsetzen können. Also auf jeden Fall spätestens nach der Ernte, so Richtung Herbst, Winter wäre das sinnvoll. Was wir auch machen könnten, wenn der Franzl jetzt gar nicht mehr kommt, was ich fast befürchte, dass wir dann das Haus von ihm nochmal auch an Helfer weitervermieten. Das wäre etwas tatsächlich, dass wir dem so Helfer... Saisonhelfer, dass wir die da reinlassen. Ja. Dass wir noch jemand am Hof haben direkt. Ich meine, wir haben ja auch noch hier vorne unsere augenscheinlich Apfelbäume. Ganz genau habe ich mir die Bäume noch nicht angeschaut, müssten aber eigentlich Apfelbäume sein. Mhm. Wo wir ja dann quasi auch noch jemanden brauchen könnten in der Ernte, der uns die Äpfel pflückt. Genau. So, und vielleicht noch, habe ich nämlich auf dem Hof noch nicht gesehen. Ich habe zwar ein Mähwerk gesehen, aber ich habe keinen Mulcher gesehen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal nachgucken, ob wir da investieren, sodass wir die unter den Obstbäumen sauber kriegen und die Feldränder vorbereitet kriegen bei der Ernte, dass wir das da alles platt machen. Also im Sinne von das Gras entfernen, ne? So wie hier bei uns, Schatz, weißt du, wo die, wenn sie die Felder geerntet haben. Ja.
fahren sie auch immer rum und mähen die Kanten, dass da nicht so viel Gras und sowas mit reinkommt. So, was hat Janet gerade gesagt? Sie ist fertig? Habe ich das richtig gehört? Ich kontrolliere gleich mal. Ich fahre jetzt mal die Bahn fertig und dann gucke ich mal zu ihr rüber. Ja, ist sie nicht. Da fängt schon an, siehste. Also augenscheinlich schon, aber du kennst das Problem schon. In der Ecke. Ich sehe schon. So, das war zu weit. Ich glaube, die mag uns nicht. Meinst du? Ja, ich glaube, für sie sind wir nur die Stadtmenschen, die hier irgendwas verändern wollen, was wegnehmen. Ja, ich glaube, die mag uns nicht sonderlich. Oder was heißt, die mögen? Sie ist nicht ganz einverstanden mit der Veränderung. Meinst du, sie wollte insgeheim auf dem Hof sein? Ja, vielleicht. Also vielleicht. Den Hof haben? Ja, dass sie da mit irgendwelchen Ansprüchen kommt, da müssen wir aufpassen. Ja, müssen wir im Auge behalten. Bevor sie dann da sagt, so, nee, so geht das aber nicht. Und weißt du, ihr kleine Chefin ist oder so. Den Zahn ziehen wir ihr dann gleich, ne? Gleich raus mit dem Zahn. Ohne Narkose. Oh. Doch, ich kenne eine gute Methode, das nennt sich die Hammer-Methode. Ja. Die funktioniert, auf jeden Fall. Also da schläft sie mindestens 3 Wochen im Koma auf der Intensivstation und wird auch nicht wieder wach in der Zeit. Okay. Also da ist vorbei. Kommt gerade kein Auto? Nee, dann kann ich auf der Straße wenden. So, ja. Ich guck mal ganz kurz zu ihr rüber. Guck mal zu ihr rüber. Aber ganz ehrlich, selbst wenn sie noch nicht fertig ist, was sie von hier aus auch augenscheinlich nicht ist, aber lass sie, setz sie nicht wieder drauf. Ja, die ist, glaube ich, schon weg. Was? Ja, sie ist gar nicht mehr da. Sie hat den Trecker ja halb auf der Straße stehen lassen und ist abgehauen. Siehste. Also, Janet wird nicht mehr eingestellt. Die bleibt BECH. So. Okay. Super. Also ich muss sagen, hier der IHC von ihm, ne, wo du gerade gesagt hast, wegen seinem Deutz, der IHC macht sich auch echt nicht schlecht. Mhm. Also ich habe den Kleinen mit, den 644er von ihm. Warum auch immer der Kleine Allrad hat und der Große nicht, aber gut. Franz wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Oder auch nicht. Fährt sich auf jeden Fall gut. Wir müssen auch so mal nach und nach noch, was hat er denn noch? Er hat noch den 844, den wir auch nochmal ausprobieren müssen. Vielleicht müssen, oder was heißt vielleicht müssen, vielleicht können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht noch ein oder zwei von den Maschinen, von den Schleppern verkaufen und uns darüber noch ein bisschen Kapital holen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Naja, das darfst du ihm nur nicht sagen. Wieso? Ich glaube, das sind schon seine wichtigsten Babys, die hier noch stehen. Ach so, meinst du? Mhm. Ja, vor allen Dingen, gut, ich meine, das ist jetzt, wir spekulieren ja gerade über Sachen, wo wir noch gar nicht wissen, ob die überhaupt eintreten werden. Da müssen wir erstmal abwarten, was mit Franz jetzt ist. Ich denke mal, das werden wir so innerhalb der nächsten paar Tage, Wochen erfahren, was genau los ist. Oder müssen wir da mal weitersehen. Aber ganz ehrlich, junge Frau, ich würde sagen, dass wir die Zuschauer erstmal wieder entlassen und sagen, das soll es für heute nämlich gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar bei uns beiden da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.